Also als ich das erste Mal da mit den neuen Linien auf Altstädt rausgefahren bin, war ich eigentlich fast alleine gewesen. Aber heute, also wenn ich jetzt auf Altstädt rausfahre, kann ich gar nicht mehr sitzen. Also ich arbeite dort hin und wenn es regnet oder ja, wenn es kalt ist, dann kann ich da auf dem Zug schnell im Tram reinkumpen und zwei Stationen fahren. Also das ist schon mega praktisch. Also zwei Stationen, so bis Eschenwiesplatz laufen, ist erstens mal schon noch ein Stückchen zum Laufen, wenn es nicht so schön ist. Ja, also das Ding ist ja, dass die Tramlinie dahinter jetzt ja, sozusagen das Quartier neu erschließt und jetzt kommen ja Hotel und alles und so, und ich finde das super, dass die Tram eigentlich schon ja, halt früher noch war. Also das Tram bietet sehr viele Möglichkeiten. Also dort hinten ist zum Beispiel eines meiner Lieblingsrestaurants, 25 Hours. Und dort hat es mega coole Musik, mega coole Shows und auch mega feines Essen. Und da bin ich auch froh, wenn ich direkt eigentlich vom HB dort hinten fahren kann. Ich bin immer erstaunt, wie gut das hier klappt. Bei uns muss man erst in die Kreisstadt und von da dann mit dem Zug nach Köln. Und ja, also es ist schon sehr toll, was hier so alles praktisch läuft. Ja, also es ist total wichtig, weil wir leben halt woanders und da kommt man halt zu bestimmten Tageszeiten überhaupt nirgendwo hin mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier überall hin. Und jetzt der kleinsten Winkel. Bald ist dann dort hinten dann ZHBK. Also ich studiere dort nicht, aber Kolleginnen von mir studieren dort und dann kann ich sie vielleicht besuchen und treffen am Mittag. Wir sind auch schon oft mit der Tram, weil es mit dem Auto nicht so geschickt ist, wenn man hier viel unternehmen will. Fahren wir gerne mit der Tram.